Ich war kurzsichtig, hatte auf einem Auge über 10 Dioptrien, auf einem ein bisschen weniger. Und ja, hatte ziemlich Probleme, weil ich schon seit der Volksschule, 3. Klasse circa, eben eine Brille tragen musste und auch Kontaktlinsen. Und es war schwierig. Mittlerweile habe ich sie dann irgendwann nicht mehr vertragen. Und ja, habe mich dann entschlossen, diesen großen Schritt zu machen und es lasern zu lassen. Aufgeregt, nervös, wie das sein wird. Die Ilona war aber so nett, hat mir 2 Gläser Prosecco gegeben. Dann war ich nicht mehr so nervös. Ja, also ich wurde sehr gut betreut, beruhigt. Alle Fragen wurden gut beantwortet. Das war wirklich hilfreich. Und ja, dann ging es auch los. Noch mehr Nervosität trotz Prosecco. Aber der Arzt hat alles gut erklärt, hat gesagt, was er jetzt machen wird, hat auch jeden Schritt dann noch, während ich schon am OP-Tisch gelegen bin, erklärt. Und es war unangenehm. Aber unangenehm war nur die Spange, die das Auge offen hält, aber den Laser oder so habe ich kaum gespürt. Hat nicht wehgetan. Das Licht war etwas grell, das war auch das Einzige, aber wehgetan hat es nicht. Also da hat man, glaube ich, eher mehr Horrorvorstellungen vorher, was da so passiert, als das dann wirklich so ist. Gleich nach der OP hat der Arzt gefragt, wie spät es ist. Habe ich sehr gut gesehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich den Arzt sehe, sehr scharf sehe. Er hat aber trotzdem gesagt, bitte nicht zu früh freuen, wir müssen uns das erst anschauen. Und gut, habe ich meine Freude unterdrückt. Und draußen auf der Straße, trotz Brille, konnte ich dann, also so eine Sonnenbrille habe ich bekommen, musste ich tragen, habe ich gleich die Straßennamen sehen können. Natürlich noch nicht so scharf. Und das Scharfsehen hat so geschwankt nach Tagesverfassung, ob ich jetzt was nah gelesen habe oder weiter weg. War anfangs schwierig ein bisschen für mich, weil es ungewohnt, dass man gleich sieht und dass bis das Auge arbeitet, das Gehirn muss arbeiten. Aber wirklich scharf gesehen dann schon nach einem Monat, also komplett 100% ohne Brille. Ich konnte Auto fahren, ich konnte die Kennzeichen lesen. War gar nicht so, dass ich in der Dunkelheit irgendwelche Schwierigkeiten hatte oder bei Sonnenlicht, dass es irgendwie reizt. Also wirklich beschwerdefrei und musste auch nicht nachkorrigiert werden, was wirklich super toll war. Und ja. Auf jeden Fall, also ich habe es auch schon einem Bekannten empfohlen, der hat weniger Dioptrien. Aber es ist eigentlich egal, wie viele Dioptrien man hat, man sieht einfach nicht gut und es ist eine Lebensqualität, die unbezahlbar ist. Also das ist, würde ich auf jeden Fall noch einmal machen und wirklich jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, nicht großartig zu grübeln, sondern wirklich dafür sich zu entscheiden, weil jeder, der eine Brille hat, weiß, wie das ist, wenn man sie in der Früh suchen muss. Es ist nicht angenehm, man sieht nichts, beim Sport stört es oder beim Schminken vor allem. Ich glaube, die Frauen wissen, wovon ich spreche. Man sieht sich da nicht so gut und klebt an einem Spiegel. Also wirklich, würde es auf jeden Fall wieder machen.